Das, was ihn auszeichnet, ist natürlich auch die Ruhe, gerade vor solchen Spielen, die Besonnenheit und die Arbeit mit seinem Trainerteam, uns auf diese Spiele vorzubereiten. Das hat er, glaube ich, nicht nur jetzt in der Bundesliga gezeigt, sondern auch im Pokal und jetzt auch in der Champions League, egal gegen welchen Gegner wir jetzt gespielt haben. Wir waren top vorbereitet, wir hatten immer einen Plan und das ist das, was der Trainer uns mitgibt. Und du kannst nur nach einer Philosophie gehen und die gibt der Trainer vor und das Resultat sieht man auf dem Platz. Das, was ihn auszeichnet, ist natürlich auch die Ruhe, gerade vor solchen Spielen, die Besonnenheit und die Arbeit mit seinem Trainerteam, uns auf diese Spiele vorzubereiten. Das hat er, glaube ich, nicht nur jetzt in der Bundesliga gezeigt, sondern auch im Pokal und jetzt auch in der Champions League, egal gegen welchen Gegner wir jetzt gespielt haben. Wir waren top vorbereitet, wir hatten immer einen Plan und das ist das, was der Trainer uns mitgibt. Und du kannst nur nach einer Philosophie gehen und die gibt der Trainer vor und das Resultat sieht man auf dem Platz. The club where I grew, but right now I'm in Bayern. It's 6 years that I left Paris, so now it's a long time ago. And this is not a game between me and Paris, it's between Bayern Munich and Paris. And yes, we want to win, and my heart, like I said yesterday, right now is 100% Bayern München, and I hope that we're going to win this game. Really different. It was 6 years ago. I think there's just two players who still play, and Kipembe, but he was at the youth at this moment. So it's a totally different team, and yes, we will work on it, and I think that we still have a lot of chance. And we'll do everything in our capacity to win this game. I think two players doesn't make the whole team. We are lucky to have a great, great team. Serge has been great yesterday, and the season also, and Lewandowski has been amazing this season. I think he has been the best player of the season in the world. So we have a lot of chance, but like I said, this will be the whole team, and the whole team will have to do everything to make this happen. Robert nicht groß nachdenken. Ich glaube, er ist absolut happy, dass er heute das 3-0 machen konnte, um einfach für uns auch mal dann das Spiel abzuschließen. Das war enorm wichtig, aber er arbeitet natürlich auch sehr, sehr viel für die Mannschaft und das ist für unser Team und auch für das Trainerteam sehr, sehr wichtig, dass er mit dabei ist, auch in der Defensive, weil ja, er einfach auch da wichtige Impulse setzt für uns und wichtige Zeichen setzt und das ist gut und dass natürlich, ich sag mal, vorm Tor er enorme Gefahr ausstrahlt, das ist nicht nur seit dieser Saison bekannt, also er ist einfach für mich der weltbeste Mittelstürmer und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie es jetzt auch weitergeht und hoffe natürlich, dass er auch im Spiel gegen Paris trifft.